Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play The Nightfall, bei der wir, genau, jemanden finden müssen, der hier unglaublich... Wir haben ihn wahrscheinlich gefunden. Das dachte ich mir, dass das passiert. Hallo? Na, jetzt noch zerbricht, ne? Aber das ist nicht das, was wir finden sollten, denn es knistert noch weiter. Ich guck trotzdem mal, ob hier noch... Oh, eine Diskette. Okay, die können wir dann entweder am PC verwenden oder unten an der... Konsole, wobei ich aber glaube, dass an der Konsole andere Spielkassetten gemeint sind. Aber probieren wir es dann am PC mal aus. Das heißt, wir müssen ins Kinderzimmer. Ich würde aber vorher gern die anderen Räume noch auschecken. Nämlich, ob hier vielleicht noch irgendwas ist. Das habe ich nicht im Regal geguckt, aber das Regal sieht auch clean aus, genauso wie hier. Das ist alles gut. Ich muss ab und zu mal gucken, ob der Sound funktioniert, weil ich ja, das habe ich glaube ich in der ersten Episode erzählt, die Soundeinstellungen ein bisschen geändert habe und versucht habe zu optimieren, damit ich nicht so viel Nachbearbeitung habe und damit es insgesamt einfach ein bisschen runder und besser klingt und ich hoffe, dass das auch funktioniert. Ja, falls die Bilder anders waren, dann habe ich es nicht bemerkt. Aber hier sieht es auch nicht. Nein. Andersrum. Okay. Jeder Videospieler wird dir sagen, genau das. Ach, darin ist es festgemacht. Ich dachte, da ist eine Karte dahinter. Dass man Schubladen von unten nach oben aufmacht. Weil man ansonsten alles doppelt macht. Nicht wahr? Genau. So. Hier ist also auch nichts. Obwohl es mit uns mitzulaufen scheint. Nein, lass mich hier rum. Ich würde zuletzt ins Kinderzimmer, weil ich glaube, dass das was auslösen könnte. Nämlich Erinnerungen an meine Kindheit. So, die Kassette ist da noch drin. Die lassen wir auch da noch drin, würde ich sagen. Bis wir vielleicht eine andere haben oder so. Ansonsten geht hier nichts auf. Es ist nichts Neues da. Ich glaube, es sind die gleichen Bilder. Also lassen wir uns nicht länger auf die Folter spannen, sondern gehen hier rein. Oh je, Jerry, er ist aus seinem Käfig abgehauen. Ich sollte ihn suchen und zurückbringen. Der knispert die ganze Zeit bestimmt dieses... Ist sein Knabbern irgendwo, oder? Aber Jerry, wie auch immer du es geschafft hast, den Käfig und die Tür zu öffnen. Vor allem klingt es, als wäre er überall... Das hätte man so einsetzen können, dass es halt so klingt. Also, dass man ihn hört, wenn man nahe kommt. So ein bisschen... Wie hieß denn dieses Spiel, wo man immer sagt, kalt und heiß? Genau, Jerry. Genau so hieß es. Ja, setzen wir erstmal die Diskette ein. Okay. Kann nur an- und ausmachen. Wir lassen es mal an. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, wie weit wir es hören, aber es hört halt relativ schnell auf. Gut, Jerry. Ich gucke mal, ob man sich darauf verlassen kann. Wo es knistert? Ich würde mich behaupten, es hat in dieser Richtung geknistert. Hier hört man den Computer von oben noch. Da war er zumindest nicht. Ich glaube, dass man ihn offensichtlicher platzieren würde. Okay, meine Schubladen und so sind noch offen. Das heißt, er muss irgendwo sein, wo sich was geschlossen hat. Braucht man so theoretisch hier gar nicht gucken. Weil hier noch alles offen ist. So. Hier ist auch
Seiner Mikrowelle! Meine Pizza! Die Pizza ist noch nicht fertig. Okay, wenn du das sagst. Liegt der drauf auf der Pizza? Nein. Du bist so. Oh, Jerry, wie bist du denn da reingekommen? Ich sollte Jerry jetzt in seinen Käfig zurückbringen. Okay, ich glaube, wir kommen kürzer, wenn wir rechts lang gehen, oder? Oder? Naja, so geht's auch. Niemand vor der Tür? Jetzt triggern wir doch was, wenn wir Jerry hier reinsetzen, oder? Das ist aber was anderes als das, was erst lief. Guck mal, Jerry, ich habe dir Musik gemacht. So, zurück mit dir in deinen Käfig. Soll das irgendwas Bestimmtes darstellen? Kennt ihr diese ganz alten Windows-Screensaver noch? Die so Rohre gebildet haben und so einen ganzen Kram? Warum benutzt eigentlich niemand mehr Screensaver? Weil man den Bildschirm einfach ausgehen lässt heutzutage wahrscheinlich. So, Jerry. Hier scheint aber nichts anders zu sein. Im Raum selber auch nicht. Hier ist auch kein Zettel oder so. Okay, ich hätte gedacht, wir triggern mehr. Ach, das ist der Sockel. Oh, die sind ja auch noch da. Hab ich gar nicht gesehen, dass die aufgehen. Aber, oh, da ist was. Ach, Streichhölzer. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Wir haben schon 10 Streichhölzer. Okay, okay. Was war das? Da war ein Geräusch. Habt ihr das gehört? War das bei ihm? Nee, hier ist alles okay. Oder träume ich? Es war so ein Geräusch, was auch immer. Das war... Schon wieder? Diesmal passiert aber was, weil man halt denkt, beim ersten Mal ist nichts passiert und man läuft dann rein und denkt sich, haha, okay, hier ist aber alles noch wie vorher. Okay, es ist aber ein anderes Ereignis, denn es passiert nicht das gleiche nochmal. Aber er hat doch nicht meine Schubladen zurückgesetzt. Warum sollte ich nochmal hier reinkommen? Ich gucke jetzt bloß gerade hier, weil ich denke, hier muss doch irgendwas sein. Hab ich dich angeguckt? Kann ich an dir was machen? Nee. Hm. Das konnte ich nicht aufmachen. Machen wir das Licht auch mal an, weil wir es können. Koffer geht nicht auf. Auch nichts im Spiegel, was wir sehen. Warum sollten wir hier rein? Ablenkung? Wir gehen jetzt noch mal kurz zu Jerry gucken. Obwohl ich mir nicht vorstellen... Wow. Siehst du dir für einen kranken Scheiß rein, Jerry? Nee, hier ist wirklich nichts. Hm. Dann muss... Was hat sich so knurrig angehört? Aber draußen? Muss ich bestimmt draußen gucken gehen. Ich meine, vielleicht habe ich es mir auch eingebildet. Aber es klang schirgend oder knurrend irgendwie. Wir haben auch noch nichts gefunden, meiner Meinung nach, mit dem man... Da Staubflusen hier in der Luft? Also nicht bei mir hier, sondern im Bild schon.
Kamin mache ich mal noch nicht an, weil ich glaube, wir brauchen das später. Und ich will halt nichts verschwenden, was wir dann später verwenden. Oh. Das war lecker. Ist das einfach nur so ein Element, dass ich eine Pizza machen kann? Okay. Kann ich einen Sender verstellen? Nee, nur das Ding als Ganzes. Brot. Stuhl ist still. Badezimmer hier unten ist ausgeräumt. Dann lass mich durch. Gehen wir mal im Garten nochmal gucken. Nicht, dass uns... Ich gucke erstmal hier. Da ist ein Zettel. Okay, ich gucke bloß mal, ob hier um die Ecke noch was ist. Oder ob wir noch einen Schlüssel haben oder so. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Aber hier ist überall niemand. Gut, dann schnappen wir uns den Zettel. Frederick und Maggie Haasen haben ihre Kinder Mike, 9 Jahre, und Valerie, 8 Jahre, als vermisst gemeldet. Beide sind am Nachmittag des Vortages, den 12. November, mit ihrem Hund Molly bis zur Straßenecke spazieren gegangen. Zum Haus zurückgekehrt ist aber nur das Tier, das eine leichte Schnittwunde an der Pfote hatte. Die Kinder sind weder bei Freunden noch bei Nachbarn aufgetaucht. Diese berichten aber von einem auffälligen Eiswagen, der nichts verkauft, sondern nur durch die Nachbarschaft fährt. Die Behörden ermitteln wegen des Wagens. Einige wenige Augenzeugen berichten von einem Fahrer im Clownskostüm. Nur noch 8,5 Stunden überleben. Denke ich mir bei der Arbeit auch immer. Nein, so schlimm ist es nicht. Okay, ein Herr im Clownskostüm. Die typische Angstsache für viele Leute. Kann ich nicht ganz verstehen. Ich habe mal gehört, dass es daran liegt, dass Clowns dieses unnatürlich aufgemalte Lächeln haben. Und falls ihr von dem Mörder John Wayne Gacy, glaube ich, hieß ja, schon mal was gehört habt, das war ja ein Mörder im Clownskostüm, der auf Geburtstagsfeiern und so gegangen ist und sich die jungen Burschen rausgesucht hat, um sie dann zu killen. Uah. Schwere Stufe war das gerade. Geht immer noch nicht auf, ne? Ich frage mich, warum die Vorhänge wallen, was sehr schön aussieht, wenn die Fenster doch zu sind. Gut, dann geht die Suche von vorn los, denke ich. Bis wir... Nein! Erst das. Ein Ereignis triggern. Oder irgendwas finden. Und irgendwann wird auch der Strom ausfallen. Deswegen, ich glaube... Wir haben volle Batterien oben. Wir haben auch volle Streichhölzer. Genau, ganz wichtig. Hier ist auch wieder alles zu. Außer die Mikrowelle. Warum ist die offen? Okay, immer noch kein anderer Sound. Vielleicht sollte ich es mal anlassen. Und dann... Gucken wir, nee, ist auch alles noch normal hier drin, ob vielleicht plötzlich ein anderer Sound rauskommt. Und was mich interessieren würde, worauf ich jetzt überhaupt nicht geachtet habe, ob manchmal andere Sachen in den Schubladen drin sind, als sie vorher gewesen sind. Eigentlich ist es durchsichtig und ich könnte durchgucken. Okay. Mach mal kurz zu hier. Jetzt wieder auf, der Ordnung halber. So, sind auch noch immer diese tonnenweise Getränke drin. Wir haben auch immer noch keine Lebensanzeige oder so. Vielleicht kommt auch gar keiner.
Aber ich hätte halt gedacht, dass die Getränke dafür irgendwie gut sind. Ich weiß es nicht. So, gucken wir mal weiter. Mach mal die Tür zu. Danke. Was wir hier sonst noch so Schickes haben. Und vielleicht finden können. Den Brief haben wir schon gelesen. Den kennen wir. Ich habe mir heute zum Mittag einen Döner selber gemacht. Und so viel, dass ich nicht mal den halben Döner geschafft habe. Ich habe mir einfach so ein dickes Fladenbrot geholt. Und ich kriege den Schrank nicht auf. Ach, das sind große Türen. Und dazu Salat und Tomaten und Gurken und Soja-Gyros. Ohne Witz, das schmeckt bestimmt auch vielen Fleischessern sehr gut. Mega lecker. Oh. Ich habe bereits 5 Kerzen. Ah, okay, gut zu wissen. Ich war bei meinen Eltern und dort habe ich... Anscheinend müssen wir dahin. Guck bloß nochmal schnell, ob hier noch irgendwas ist, wenn wir einmal hier sind. Und dort gab es auch ab und zu Fleisch für mich zu essen. Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich ein bisschen Bauchweh davon bekommen habe. Und vor allen Dingen Sodbrennen. Kennt ihr Sodbrennen? Mega ätzender Mist. Ist auch nichts im Kamin. Auch nichts da drin. Okay. Also hier im Flur. Mach mal zu. Ah. Soll ich hochgehen? Will er mir das sagen? Weil es ein Ballon ist, gehe ich erstmal ins Kinderzimmer, weil er ja weiß, wo unsere Kinder wohnen und so. Steht immer noch Run, es liegt nichts auf dem Bett. Jerry scheint es ganz gut zu gehen. Er will sich den Kram am PC auch nicht mehr reinziehen, hat er ausgemacht. Okay. Ja, es ist da noch drin. Da ist bestimmt irgendwas Gruseliges irgendwie drin irgendwann mal. Eine Ratte oder sowas und springt uns entgegen. Obwohl ich persönlich Ratten nicht gruselig finde, aber der Jumpscare-Effekt wäre ja trotzdem da. Ja, also hier ist nichts. Ah. Ihr habt an meinen Geburtstag gedacht. Die platzen doch bestimmt, wenn ich rankomme, oder? Wow, tun sie. Und ich habe gewackelt. Du auch? Ich kann ihn auch nicht anklicken. Da hinten ist noch einer. Hm. Na gut. Das stand hier vorher nicht. Der springt gleich einen Clown raus oder sowas. Ich hatte sowas auch gehabt, fand es aber nie gruselig tatsächlich, aber ich habe auch noch nie ein Problem mit Clowns gehabt, vielleicht liegt es daran. Liegt hier oben drauf was? Nee. Was sagst du dazu, Beethoven? Nichts. Ist es Beethoven? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Der Ballon hängt auch noch. Wir haben also noch nicht das ganze Ereignis getriggert. Ach komm, der kommt doch jetzt bestimmt aus dem Waschbecken aller S, oder? Oder Blut oder so? Hm. Aber wir haben einen Zettel. Ich weiß, ihr mögt Luftballons. Alle Kinder tun das. In meinem Eiswagen habe ich mehr davon. Und liebe Leute, pünktlich zum neuen Tagesanfang, beziehungsweise nicht neuen Tagesanfang, bin schon Pineview Drive geschädigt, zum Anfang der nächsten halben Stunde ist bei mir auch eine halbe Stunde vergangen, nämlich, da habt ihr meinen Timer gehört, fängt jetzt gleich die neue Folge an, die werde ich zum Beginn jetzt hier
beenden. Ich will bloß gucken, ob ich hier irgendwas triggere zusätzlich noch, damit das niemand verpasst, aber anscheinend nicht. Deswegen gehen wir hier mal in den Pausenmodus. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play The Nightfall. Bis dann. Tschüss.